Zunächst eine Vorbemerkung. Ich muss demnächst Exerzitien halten für den Weihekurs der Germaniker in Rom. Und ich habe mir kürzlich mal auf einem Spaziergang überlegt, was wirst du ihnen so als Ratschläge, als Vorschläge sagen für die kommende Zeit, wenn sie als Kapläne Gemeindepriester sind? Was würdest du für besonders wichtig halten? Und mir sind dann drei oder vier Ratschläge, Weisungen oder wie man es sagen will, in den Sinn gekommen, die ich denen sagen möchte. Ich will Ihnen eben sagen, sage Ihnen nachher, warum ich sie Ihnen sage. Ob ich, wenn ich bei Ihnen Exerzitien hätte, auch diese vier Ratschläge sagen würde, weiß ich nicht. Das müsste ich neu überlegen. Ich denke an Kapläne im Gemeindedienst, aber ich vermute, dass es auch so weit nicht auseinander liegt. Der erste Rat heißt, vergiss das Obergemach nicht. Das klingt jetzt an Daniel 6,11. Daniel ist in Babylon hoch aufgestiegen zu Ehren. Und er ist von Neidern angezeigt worden, dass er das Standbild des Königs nicht anbete. Und jetzt umschleichen die Häscher schon das Haus. Sein Todesurteil ist schon sozusagen unterschrieben. Und da tut Daniel, das steht im 6. Kapitel, besonders im Vers 11, da tut Daniel das, was er, das steht ausdrücklich da, jeden Tag schon getan hatte, immer getan hatte. Nämlich, er geht in das Obergemach seines Hauses, ein Turmgemach, in welchem die Fenster nach Jerusalem hin geöffnet sind. Dort pflegte er jeden Tag hinaufzusteigen, in diesem fremden heidnischen Land, und betete nach Jerusalem zum Tempel hin, wo in seinem Glauben Gott präsent war, Gott lebendig war. Da war er verankert, daraus zog er seine Kraft. Da war er verwurzelt, beheimatet. Und als jetzt die Gefahr aufzog, die Todesgefahr, da tat er das, was er jeden Tag schon immer tat, das geistliche Exerzitium, das er gewohnt hatte, jetzt im Ernstfall wird es sich bewähren. Und es bewährte sich. Er war so angstfrei, dass die Löwen ihm nichts anhaben konnten. Das sind ja alles Bilder. Das wäre das Erste mit diesem Wort dann, denk an das Obergemach, vergiss das Obergemach nicht. Übe täglich dein geistliches Exerzitium. Das heißt, dein persönliches geistliches Gebet, dein innerliches Gebet, einmal wirklich lebendig, lebenswahrhaftig vor Gott kommen. Dieses geistliche Exerzitium muss angepasst werden, muss der Lebenssituation und der Veranlagung des Einzelnen immer wieder angepasst werden. Das würde ich als Erstes sagen. Wer betet, hört auf zu fliehen. Wer betet, wird geführt. Als Zweites, um dessen Willen sage ich Ihnen das Ganze, die Vorbemerkung, Freundschaft. Sieh zu, dass du einen Menschen oder einige Menschen hast, mit denen du vertraut bist, nicht nur dienstlich, sondern wo Verbundenheit ist, wo du dich aussprechen kannst, wo du verstanden wirst, wo du ohne langen Anweg dich aussprechen kannst. Sieh zu, dass du einen Freund, einige Menschen hast, einen oder einige, mit denen du befreundet bist. Gerade für den zölibatären Menschen halte ich die Freundschaft, ich denke jetzt an Weltpriester, außerordentlich wichtig. Nun, das will ich die zwei anderen noch sagen. Das Dritte wäre, ich muss das aber alles erklären, mir kann ich das jetzt nicht so sagen. Dies ist es, würde der dritte Rat sein. Dies ist es. Das heißt, du musst nicht, wenn du da deine Stelle bekommen hast, nicht denken, ach, demnächst, wenn ich promovieren darf, dann fängt's richtig an. Sondern dies ist es, da wo du jetzt hingestellt bist. Diese Begegnung, die jetzt da ist, da musst du drin sein. Leben in der Gegenwart, im Augenblick Gottes, im Heute Gottes. Dies ist es. Verlege deinen Herzensschwerpunkt nicht anderswohin und vernachlässige das,
wohin du jetzt hineingestellt bist. Dies ist es. Und als Viertes würde ich wahrscheinlich sagen, negativ gesagt, lass dich nicht auffressen von den Ansprüchen, die sind immer größer, als du sie erfüllen kannst. Oder positiv gesagt, lebe. Vergiss nicht zu leben. Denk an Kapläne. Die haben immer sehr, wo Kapläne sind, ist immer große Gemeinde. Viel zu tun, mehr als sie tun können. Wenn sie dann aufgefressen werden von den Ansprüchen, dann werden sie unfroh, mürrisch, dann kann die Frohbotschaft nicht mehr durchkommen. Also ich habe es Ihnen gesagt, wegen des zweiten, Freundschaft. Ich denke, das gilt irgendwie für jeden Menschen, wenn auch für Sie im Orden wahrscheinlich anders. Ich müsste darüber nachdenken. Aber es gibt auch eine Freundschaft mit Jesus Christus, ganz offenbar. Der Papst hat 1980 in Fulda zu den Priestern ganz stark darüber gesprochen, die Freundschaft mit Jesus Christus. Und da ist jetzt unsere Frage, was ist das denn eigentlich, Freundschaft mit Jesus Christus? Zunächst, Jesus hat offenbar in seinem Erdenleben Freundschaft gekannt. Da ist der Jünger, den Jesus liebte. Da war Lazarus, der ausdrücklich sein Freund genannt wird. Wenn unsere irdische, individuelle Geschichte verwandelt, verklärt in den Himmel eingeht, in die Ewigkeit eingeht, dürfen wir dann nicht annehmen, dass auch bei Jesus von Nazareth, der ja auch mit seinen Wunden, das heißt auch mit seiner irdischen Geschichte, verklärt im Himmel ist, ob nicht auch die Freundschaft, die Jesus irdisch gehabt hat, auch zu seinem verklärten Leben irgendwie mit dazugehört. Jesus hat das Erlebnis der Freundschaft auch in die Kirche hineingegeben. Er hat den Simon gefragt, liebst du mich? Er hat einen Menschen nach seiner Liebe gefragt, liebst du mich mehr als diese? Er hat also menschliche Verbundenheit, Freundschaft in das Fundament der Kirche hineingegeben. Kann man Jesus lieben? Ein Hymnus in der Komplett sagt, Sie kennen die Strophe, Christus, göttlicher Herr, du liebst, dich liebt, wer nur die Kraft hat zu lieben. Unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Unbewusst, wer dich nicht kennt, dich liebt, unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Diese beiden Zeilen sind wichtig, halten wir sie in der Erinnerung, sie werden immer wieder implizit vorkommen. Diese Strophe lässt erkennen, dass es mit dieser Christusliebe, Christusfreundschaft wohl anders ist, als wie es sonst zwischen sichtbaren Menschen ist, wo auch etwa das erotische Schwingungsfeld, diese Schöpfungsgabe Gottes, mitschwingt. Dennoch, es gibt ganz offenbar eine Beziehung des Glaubenden zu Christus, die mit dem Wort Freundschaft bezeichnet werden kann. Es gibt im Neuen Testament ein Zeugnis dafür, dass es zwischen Christus und dem Glaubenden eine letzte, unvertauschbare, unsagbare Intimität gibt. Es ist das Wort vom weißen Stein in der Apokalypse im Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon. Ich sagte heute Morgen, Paulus bekommt den, der Johannes auf Patmos bekommt den Auftrag des erhöhten Herrn an die sieben Gemeinden, die Sendschreiben zu schicken. Und da steht im Sendschreiben an Pergamon das Wort Christi, wer siegt, dem werde ich einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Was ist dieser neue Name auf dem weißen Stein? Es ist ganz offenbar der Name Jesu Christi, der nun der Name dieses einzelnen getauften Jüngers wird. Der Name Christi wird mein Name. Name Christi, Name ist das Wesen des Menschen. Der Name Christi wird vom Christen
als die lebendige Wahrheit, als die Liebe erkannt und aufgenommen und dieser Name verwandelt den Namen des Christen und wird so ein neuer Name, ein neues Wesen. Tiefste, persönliche, unvertauschbare Gemeinschaft mit Christus. Ich denke, wenn da steht, und dieser neue Name, das heißt der Name Christi, verflochten mit meinem Leben, mit meinem Namen, mit meinem Wesen. Dieser Name, neue Name, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt und der, der ihn gibt. Das heißt doch, darin steckt eine unvertauschbare, einzigartige Intimität. Es gibt zwischen dir und Christus etwas, was in alle Ewigkeit einzigartig bleibt an Liebesbeziehung. Der Name Christi und mein Name verbinden, verflechten sich zu einer Einheit, mein neuer Name, letzte geschenkte Beziehung, unvertauschbar. Das ist doch ganz offensichtlich ein Zeugnis des Neuen Testamentes für eine Liebesbeziehung, intime Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Franz Maria Moschner, früher Priester in Bremen, hat einmal in einem Brief geschrieben, die Briefe sind zum Teil nachher veröffentlicht worden, hat er einmal Folgendes geschrieben: Wenn man traurig wird, dass es trotz aller Liebe die letzte Verbindung zwischen Menschen nicht gibt, dann denke ich an das Bild in der Apokalypse, der neue Name auf dem weißen Stein. Es bleibt in allem das nur ihm und mir selbst bekannte Geheimnis meines Herzens. Mein Name, das ist mein und sein ureigenster Besitz. Dieses allerletzte, was der Mensch nur mit ihm, mit Christus selbst als Geheimnis bewahrt, nenne ich Jungfräulichkeit. Er allein darf darüber verfügen. Es genügt mir, das zu wissen. Es ist überflüssig, weiter zu fragen, wie er denn und warum er diese engste Gemeinschaft mit mir bewirkt und wie er dieses Mysterium für andere fruchtbar werden lässt. Sehr schön, dass Moschner diese letzte intime Beziehung des Getauften mit Christus Jungfräulichkeit nennt. Etwas Zartes, Geheimnisvolles, Verhülltes. Nicht in die Öffentlichkeit, auf die Straße zu bringendes. Der neue Name, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt, das ist nicht etwas Abgeschlossenes, sondern Wachsendes, Lebendiges, wie in einer Freundschaft. Immer neue Erfahrungen, immer neue Bereicherungen. Ganz in der Freundschaft eben ganz besonders das Wundermensch. Liebst du mich mehr als diese? Das ist das, dieses wachsende, lebendige, nicht abschließbare. Das ist der jeder Liebe zugrunde liegende Anspruch zur Grenzenlosigkeit. Die Frage nach einer Liebe, die immer offen bleibt, die nie sagt, nur bis dahin. Freundschaft mit Christus, noch einmal. Christus lieben, ist das ein Gefühl, eine Empfindung, wie sie zwischen sichtbaren Liebenden ist? Manchmal hat man den Eindruck, dass es in der mystischen Christuserfahrung so etwas gibt, darin so etwas aufleuchten kann. Freilich, wie ich denke, mehr in der Weise der Sehnsucht. Aber wenn eine Sehnsucht da ist, hat man ja etwas geschmeckt von dem, worauf die Sehnsucht liegt. Sonst könnte die Sehnsucht nicht so brennend sein. Man hat schon etwas, einen Vorgeschmack auf das, worauf die Sehnsucht hingeht. Etwa wenn Mechtild von Magdeburg schreibt, sie ist 1294 gestorben und sie meint jetzt Christus, so weh ist mir nach dir, o Herr. Nun will ich in der Treue harren. Vermagst du, Herr, es zu ertragen, dann lass mich lang in Sehnsucht nach dir gehen. Ich weiß es wohl, es muss doch, Herr, die erste Lust nach mir in dir entstehen. Ich weiß es doch, einmal müssen wir uns doch begegnen mit dieser Liebessehnsucht. Oder das andere Wort von großer Zartheit,
Herr, zwischen dir und mir sind alle Dinge schön. Das sagen Liebende. Aber für gewöhnlich wird es nüchterner zu sagen sein. Noch einmal Alfred Delp in den großen Exerzitien 1938, wo er in den Notizen schreibt, persönliche Begegnung mit Christus. Christus hat persönliche Beziehung zu mir und persönliches Interesse an mir. Ich muss diesen Gedanken in meinem Leben mehr zur Geltung bringen, ein persönliches Verhältnis zu Christus haben. Er ist nicht der unsichtbare Befehlshaber, sondern der Freund. Christus gern haben und vertrauen, dass er mich gern hat. Diese Kräfte in meine Seele einströmen lassen. Christus gern haben und vertrauen, dass er mich gern hat. Das ist bei Mechthild von Magdeburg in der Sprache der Brautmystik. So weh ist mir nach dir, o Herr. Nun will ich in der Treue harren. Vermagst du, Herr, es zu ertragen, dann lass mich lang in Sehnsucht nach dir gehen. Ich weiß es wohl, es muss doch, Herr, die erste Lust nach mir in dir entstehen. Enthusiastischer als Delp hat es Dietrich Bonhoeffer einmal in einem Brief geschrieben. Sie wissen, dass auch Bonhoeffer ein Widerstandskämpfer war, der noch in den letzten Tagen des Krieges ermordet worden ist, evangelischer, gläubiger Christ. Er hat in einem Brief geschrieben, man muss das wissen, es ist ein Brief, keine dogmatische Aussage, in einem Brief kann man so etwas schreiben, hat er geschrieben, was für ihn die Christusbeziehung bedeutet. Das Wort und damit die Christusfreundschaft erwächst bei ihm aus der ganz tiefen Überzeugung, Christus ist der Einzige. Der Einzige. Es gibt übrigens ein Gedicht von Hölderlin mit der Überschrift Der Einzige. Hölderlin ist sozusagen verliebt in die Götter Griechenlands. Er geht die Götter Griechenlands durch. Und dann kommt er an Christus. Und dann sagt er, ich darf dich nicht vergleichen mit den anderen. Du bist der Einzige. Überschrift ist der Einzige. Das Gedicht ist Fragment geblieben. Drei Entwürfe gibt es. Drei ganz verschiedene Entwürfe dieses Gedichtes. Eines langen Gedichtes über zwei, drei Seiten hin. Er hat gesucht, der Christusbeziehung Ausdruck zu geben. Die Überschrift für alle drei Entwürfe, der Einzige. Also Bonhoeffer schreibt, immer wieder in dieser turbulenten Zeit verlieren wir aus dem Auge, warum es sich eigentlich zu leben lohnt. Wir meinen, weil dieser oder jener Mensch lebt, habe es auch für uns Sinn zu leben. In Wahrheit ist es aber doch so, wenn die Erde gewürdigt wurde, den Menschen Jesus Christus zu tragen, wenn ein Mensch wie Jesus gelebt hat, dann und nur dann hat es für uns Menschen einen Sinn zu leben. Hätte Jesus nicht gelebt, dann wäre unser Leben trotz aller Menschen, die wir kennen, verehren und lieben, sinnlos. Das schreibt Bonhoeffer sozusagen angesichts des Todes. Und auch Karl Leisner, ich denke, Sie wissen, wer das gewesen ist, ein Diakon unseres Bistums, hat mit ihm noch im Borromeum einige Studiensemester zusammen verlebt. Karl Leisner schreibt 1938 in sein Tagebuch, Christus, wenn du nicht bist, dann möchte ich nicht sein. Du bist, du lebst, nimm mich hin, verfüge ganz über mich. Es ist so wie Bonhoeffer. Christus, wenn du nicht bist, dann möchte ich nicht sein. Du bist für mich das Leben. Wie Paulus im Philipperbrief. Für mich ist das Leben Christus. Schon 1933 hat Karl Leisner als Oberprimaner in großen Buchstaben in sein Tagebuch geschrieben, Christus ist meine Leidenschaft. Sein Freund, der Jesuitenpater Otto Pies, schreibt, seit dem Beginn des Studiums der Theologie in Münster hat er sich vorgenommen, die bisher nicht regelmäßig gehaltene Lesung der Heiligen Schrift täglich durchzuführen.
Er will Christus studieren und sich nach Christus formen. Selbst im KZ war das Neue Testament stets in seiner Nähe, in der Tasche oder unter seinem Kopfkissen. Und bis in die letzten Tage hinein blieb es für seine Seele ein Quell der Freude und des Lebens. Die Gestalt des Herrn wurde in ihm selbst lebendig. Es gibt eine koptische Ikone aus dem 7. Jahrhundert, also eine christliche Ikone aus Ägypten aus dem 7. Jahrhundert. Das Original hängt im Louvre in Paris. Eine Nachbildung in größerer Form hängt in Tessé in der Kirche. Deshalb kennen viele Jugendliche das Bild. Eine Studentin brachte mir eine größere Nachbildung aus Tessé mit und schrieb dabei einen Zettel: Wäre schön, wenn das ein Plätzchen in ihrer Kirche findet. Hat es auch inzwischen gefunden. Da geht Christus seines Weges und rechts von ihm geht ein Jünger. Menas ist es. Und Christus legt den rechten Arm um den Jünger. Und so gehen sie beide zusammen in eine Richtung. Das ist ein Bild der Christusfreundschaft. Ich habe eine Karte da. Ich hatte 200 Karten. Ein Student, der in Paris studiert, ein Theologe, hat mir auf meinen Wunsch hin 200 geschickt. Die sind inzwischen alle weg. Ein paar habe ich noch, muss ich gestehen. Aber ich habe nicht mehr für alle eine, deshalb habe ich nur die eine, damit sie es mal schauen. Wie Christus den rechten Arm um dieses Bild legt und zusammengeht. Jeder kann dieser Jünger sein. Wunderbarer Ausdruck der gewährten Freundschaft, die Christus uns gibt. Nun aber müssen wir im zweiten Teil einen entscheidenden neuen Schritt tun. Was können, was müssen wir tun, die Freundschaft mit ihm zu pflegen? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Das ist doch ein entscheidendes Wort. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und dann fährt er fort, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Da merken wir, dass Freundschaft mit ihm nicht eine Empfindung, ein Gefühl sein muss, sondern eine lebensmäßige Entscheidung für ihn. Nicht nur für seine Sache, sondern für ihn. Von dem wir glauben, dass er lebt. Daran hängt ja alles. Wir müssen also seinen Auftrag, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, kennenlernen und tun. Wir müssen hineinreifen in die Christusverwandtschaft. Wie das gemeint ist, möchte ich jetzt in einem letzten Abschnitt deutlich zu machen versuchen. Mit einem Christuswort möchte ich dazu den Einstieg machen. Vielleicht kommt Ihnen das zunächst ein etwas entlegener Einstieg vor. Jesus sagt, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, wer mich vor den Menschen verleugnet, wie ist das zu deuten? Ich möchte es so sagen. Alles, was in meiner Lebensgeschichte, in meinem Handeln, in meiner Gesinnung eine Ähnlichkeit hat mit dem Handeln, mit der Gesinnung Jesu, ist Bekenntnis zu Jesus. Alles, was in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinem Denken, in meinen Plänen eine Richtung auf Jesus-Ähnlichkeit hat, auf Jesus-Verwandtschaft hat, ist Bekenntnis zu Jesus. Als solches wird es einmal offenbar werden vor dem Antlitz Gottes
und wird dann auch von mir als solches erkannt werden. Da war ich Jesus ähnlich. Alles, was in meinem Handeln, meiner Gesinnung nicht Jesusförmig ist, nicht in Richtung auf Jesus Ähnlichkeit, auf Jesu Gesinnung und Botschaft, ist Jesus Verleugnung. Auch wenn ein Mensch nie etwas von Jesus gewusst hat, denken Sie an den Hymnus aus der Komplett, unbewusst werde ich nicht kennt. Dich liebt, unbewusst werde ich nicht kennt. Auch wenn nie etwas von Jesus gehört hat, kann Jesus verwandt werden, indem er auf die Stimme, auf die Gottesstimme hört, die in jedem Menschen ist. Dann ist das Bekenntnis zu Jesus, den er noch gar nicht kennt, es wird einmal offenbar werden. Vor dem Gerichte Gottes in der Ewigkeit muss wenigstens etwas jesusförmig, jesusähnlich von meinem Leben her erkennbar werden. Wo ich mich also zu ihm bekannt habe, nicht vielleicht mit ausdrücklichen Worten, sondern durch Handeln und Gesinnung. Paulus sagt im Römerbrief, dass wir an Wesen und Gestalt Jesu Christi teilhaben sollen, damit wir im Gericht als Brüder und Schwestern Christi, also als Christusverwandte, erkannt werden. Römer 8, 29. Die Einheitsübersetzung sagt, an Wesen und Gestalt Christi teilhaben. Im Griechischen steht ein Wort Ikon, das heißt Bild. Am Bilde Christi müssen wir teilhaben, damit Gott, der Vater, uns als Brüder oder Schwestern Christi erkennt. Aha, der ist ja ähnlich. Der ist ja verwandt mit Jesus. Diese Eingestaltung in die Christusverwandtschaft wird uns gnadenhaft anfänglich in der Taufe geschenkt. Prägung mit den Zügen Christi. In unserer getauften Seele ist ein geheimes Wasserzeichen, das sind die Züge Jesu Christi. Aber diese Grundlegung in der Taufe, die rein geschenkt ist, diese geschenkte Christusverwandtschaft von der Taufe her, muss von uns entfaltet werden, gelebt werden und so zur Reife kommen. Wenn wir im Gerichte einen Jesusverwandten Zug, eine jesusförmige Tat aufzeigen können, dürfen wir hoffen, dass er sich zu uns bekennt, vor Gott und vor den Engeln des Himmels. Und indem er sich zu uns bekennt, indem er gleichsam vor dem Angesichte Gottes des Vaters sagt, darin bist du mir ähnlich gewesen, darin gehörst du zu mir, was du damals getan oder gelebt hast, wird er, so dürfen wir hoffen, das ergänzen, was bei uns nur ansatzhaft vorhanden war. So bekennt er sich zu uns. Wenn er sich zu uns bekennt vor dem Gericht, dann ist das nicht nur ein äußerliches mit Worten, sondern sein Bekenntnis zu uns ist so voller Liebe, dass wir dadurch reif werden. Dass der Ansatz an Jesusähnlichkeit, den wir auf Erden gelebt hatten, jetzt zur Reife kommt. Und wir sind ganz Jesus verwandt. Bruder, Schwester, Jesu Christi. Was aber in unserer irdischen Geschichte schuldhaft Jesus fremd, ja vielleicht sogar Jesus widrig war, rein egoistisch war, worin wir ihn also verleugnet haben. Verleugnen heißt, ich kenne den Menschen nicht. Das wird auch vor dem Antlitz der ewigen Liebe offenbar werden und auch von uns als solches erkannt werden. Es wird keine Strafe verhängt werden, wie bei einem irdischen Gericht. Die Augen des erhöhten Herrn werden uns anschauen, wie sie Petrus nach der Verleugnung angeschaut haben. Und vor dem Antlitz, dem angeschaut werden von der ewigen Liebe her, wird uns der Schmerz unserer Jesusvergessenheiten, unserer Jesusverleugnungen durchfahren. Und dieser Schmerz, der ein Liebesschmerz ist, wird unser Umwandlungsprozess, unser Läuterungsprozess, unser Fegfeuer sein, bis ins Kleinste hinein. Wir müssen ja am Wesen und Gestalt Jesu Christi teilhaben. Wir müssen in die Jesusverwandtschaft hineinreifen, damit wir vom Vater als Brüder und Schwestern Christi erkannt werden können. In der Ewigkeit können wir nur christusförmig bestehen. Wir können nur bestehen, wenn er sich zu uns bekennt, als zu seinen Verwandten. Der ist mir Bruder, Schwester und Mutter, sagt er ja einmal.
Eine andere Möglichkeit ewigen Lebens gibt es nicht. Wir kommen mit unserer Schuld, mit der Schuld unserer Jesusvergesslichkeiten, auch unserer Jesusverleugnungen, vor das Antlitz der unendlichen Liebe. Und der brennende Reueschmerz, der uns in diesem Augenblick der Ewigkeit trifft, das ist unser Gericht. Das ist das Feuer, das brennt. Vor dem Antlitz der ewigen Liebe müssen wir erst noch durch die Abgründe unserer Freundschaftsverweigerungen, unserer Jesusverleugnungen hindurch. Das ist unser Gericht. Und wir bejahen es sehr. Wir möchten es dann sehr durch diesen Schmerz hindurch. Denn wir wissen, dass wir durch diesen Schmerz hindurch zur Reife der Jesusverwandtschaft kommen. Denn wir sind ja angeschaut worden vom Antlitz der ewigen Liebe. Wir wissen ahnungsvoll vor dem Gericht, wer er ist. Und jetzt brennt in uns die Sehnsucht, dass unsere Jesusverleuchtungen ausgebrannt würden, damit wir ganz rein würden. Keine andere Sehnsucht gibt es. Ich weiß noch, dass unser Vikar zu Hause in Elten, als ich in die Volksschule ging, uns sagte, die armen Seelen im Fegfeuer, die haben nur noch eins, eine ungeheure Sehnsucht nach dem Himmel. Wenn ich vor das Gericht der Ewigkeit komme, werde ich nicht alleine dastehen. Wenn ich mich in meinem Leben zu Jesus Christus bekannt habe, wird er selber zu mir stehen, vor Gott. Er wird mein Zeuge sein und, wie der erste Johannesbrief sagt, mein Fürsprecher beim Vater, mein Anwalt, mein Advokat beim Vater. Und wenn ich als Sünder dastehe, wie dann? Auch als Sünder kann ich mich an Jesus Christus halten. Der erste Johannesbrief sagt, wenn aber einer sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden. So wie wir im Lied singen, nur einer gibt Geleite, das ist der Herr Christ. Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst. Das ist doch auf die Ikone. So kommt es nun, ich komme zum Abschluss ganz darauf an, dass ich versuche, so gut ich es kann, Jesus-mäßig zu leben. Mein Leben immer wieder neu, so wie es mir mit meinen Anlagen, mit meinen Berufungen gegeben ist, mein Leben mit dem Seinen zu verflechten. Roger Schütz lässt Jesus in einem Gebet sagen, lebe das, was du vom Evangelium begriffen hast, wenn es auch ganz wenig ist. Verkünde du mein Leben unter den Menschen. Entzünde ein Feuer auf der Erde und folge mir. Lebe das, was du von Jesus begriffen hast, und wenn es auch wenig ist. Keiner von uns kann die ganze Fülle seines Lebens leben. Aber das brauchen wir auch nicht. Charles de Foucault lebt die Verborgenheit Jesu von Nazareth. Das ist seine Stelle, wo er sein Leben mit Jesus verpflichtet. Ich kenne eine Frau, die aus einer Konvertitin, aus einer Familie stammt, wo die Mutter, der Bruder und der Onkel sich das Leben genommen haben. Eine Familie tief verschattet, evangelischer Pfarrer, tief verschattet und sie selber auch zwei Suizidversuche gemacht hat. Sie ist dann eine Konversion aufging, wer Jesus ist, wer das Gottesantlitz ist. Die sagte mir, mein Leben, von meinem Leben her verflechte ich am liebsten, das ist immer von selber da, mit dem Jesus am Ölberg. In der Passion. Jeder in seiner Berufung, in seinem Charisma. Wenn ich aber Jesus-mäßig leben will, dann muss ich ihn immer besser kennenlernen. Ich lerne ihn kennen im Evangelium. Aber ich werde es denn richtig kennenlernen, wenn ich das im Evangelium Vernommene anfange zu tun, zu leben versuche, so gut ich es kann. Man versteht Jesus nur, wenn man mit ihm lebt. Reinhold Schneider schreibt einmal, die Heilige Schrift kann man nicht lesen, man kann sie nur tun. Es ist unmöglich, auch nur eine Zeile zu begreifen, ohne den Entschluss, sie zu vollziehen.
Ich habe einmal die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas zusammen durchgeschaut, die ersten drei Evangelien, um, sagen wir einmal, die wichtigsten Weisungen Jesu und die wichtigsten Verhaltensweisen Jesu herauszustellen. Und habe auf dem Zettel, den Sie da haben, ich glaube 36 Stellen zusammengestellt. Es könnten auch 34, es könnten auch mehr sein. Einübung in die Jesusverwandtschaft. Wir werden uns beim Lesen dieser Stellen fragen können, wenn man sie einmal im Ganzen so besinnlich durchliest, welche spricht mich besonders an? Wo kann ich besonders versuchen, mit ihm erneut erste Schritte der Lebensverbundenheit mit ihm zu tun? Eines Tages kann man die Erfahrung machen, wenn man an einer Stelle das Evangelium wirklich anfängt zu leben, dann öffnet sich die Tür zum Ganzen. Es gibt eine Legende, ich meine, sie wäre von Franz von Assisi, wird sie erzählt, dass er seine Brüder aussandte eines Tages und jedem ein Blatt aus dem Neuen Testament mitgegeben hätte, ohne drauf zu schauen. Hätte einer der Brüder gesagt, aber was tust du da? Du siehst ja gar nicht, was du dem Einzelnen gibst. Da hätte er gesagt, auf jedem steht das Ganze, tu das. Sie können sie einmal als Ganzes in einer stillen Zeit durchlesen und sich ansprechen lassen, da bin ich besonders berührt. Sie können es auch so tun, dass Sie einmal über eine große Zeitspanne hin, über ein halbes Jahr hin, 34 Wochen hin, jede Woche mal eines dieser Weisungen oder Worte, Verhaltensweisen Jesu, in sich aufnehmen, lebensmäßig. Natürlich müssten Sie die ganze Perikope lesen. Ich habe immer nur einen Vers da geschrieben. Sie müssen auch den Kontext dann mitlesen, wenn Sie das tun. Das könnten große Exerzitien werden in der Nachfolge Jesu. Einmal 34 Wochen lang sich einüben, die Schritte einüben. Was könnte das, ob das nie eine große Verwandlungsübung würde? Und dann werden Sie auch deutlicher herausspüren, wo liegt mein Charisma? Wo bin ich besonders angerufen? Sie werden sehen, dass die ersten Stellen alle auf das Persongeheimnis Jesu gehen. Worin besteht das Persongeheimnis Jesu von Nazareth? Das besteht aus zwei Hälften, nämlich absolutes Vertrauen auf Gott den Vater, das nie gebrochen wurde. Radikales Vertrauen auf Gott den Vater, das grundgelegt wurde, als Jesus im Jordan getauft wurde. Jesus war zum Jordan gegangen, zur Taufstelle des Täufers. Damit fing sein öffentliches Leben an. Was hörte Jesus da? Er hörte die Zornespredigt, die Gerichtspredigt des Täufers. Schon ist die Axt an die Wurzel gelegt. Der Gott, den der Täufer verkündete, war der Richtergott, der Judex-Gott, das Gericht. Dann lässt sich Jesus von Johannes taufen, der Himmel spaltet sich und er hört die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, ich bin dein Vater, du bist mein geliebter Sohn. Von dem Augenblick an verwandelt sich alles. Das ist die religiöse Urerfahrung Jesu, wenn ich jetzt menschlich von Jesus spreche. Das bestimmt alles. Ich bin der festen Überzeugung, da liegt für den Menschen Jesus von Nazareth die Keimzelle, die religiöse Urerfahrung. Er erfährt, Gott ist Vater. Gott ist gut. Gott ist alleine gut, sagt er zum reichen Jüngling. Gott ist der Gute. Dann brauchen wir keine Angst zu haben. Er trennt sich von Johannes dem Täufer. Er geht andere Wege. Und er sagt sogar, Johannes ist sehr groß, sehr groß. Aber der Kleinste im Himmelreich, der Kleinste, der erfasst hat, was die neue Botschaft ist, wer Gott ist, der ist größer. Da sehen Sie in der ersten Markusstelle, da steht die Urerfahrung. Und daraus die zweite Hälfte, das ist sein Personengeheimnis, Freiheit dem Menschen gegenüber. Ganze Gelassenheit, Freiheit. Jesus ist der freieste Mensch, der je gelebt hat. Dorothee Sölle sagt einmal, ich halte Jesus für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat.
Glücklich ist keine Kategorie des Neuen Testamentes. Aber ich würde sagen, Jesus ist der freieste Mensch, der je gelebt hat. Ich bin befreundet mit einer Professorin in Münster für Psychologie, Professor Kemmler. Die sagte mir mal, diese gläubige Katholikin, die sagte mir mal, wenn ich predigen dürfte mal in der Kirche, Studentenkirche oder so, dann würde ich als Psychologin an ein oder zwei Perikopen klarzumachen versuchen, dass Jesus keine Spur von Neurose hat, das heißt von Befangenheit hat. Dass Jesus vollkommen frei ist. Etwa an der Perikope von der Zinsmünze. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers. Daran wird ganz deutlich, sagt sie, dass Jesus vollkommen frei, spontan die einzig richtige Lösung. Also dieses Vertrauen, radikales Vertrauen, und dadurch frei in der Welt, frei zu Menschen hin. Das ist sein Personengeheimnis. Das steckt eigentlich in allem drin. Können Sie es entdecken. Jesus sagt, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wenn ich mit ehrlichem Bemühen versuche, mein Leben mit dem Seinen zu verflechten, mich so zu ihm zu bekennen, ob ich nicht hoffen darf, dass er sich zu mir bekennt und dass er in seiner Freundschaftsliebe all das viele ergänzt, was mir noch fehlt, ihm wirklich ähnlich zu sein, sein Bruder, seine Schwester zu sein. Vielleicht denken Sie einmal darüber nach, was bedeutet das für mich persönlich, Freundschaft mit Jesus Christus. Ich habe diesen Vortrag in etwas veränderter Form, die ersten Sachen habe ich weggelassen, vor einigen Wochen im Borromeum in Münster gehalten, vor den jungen Theologen, 150 oder so vieles waren. Und da habe ich dann auch vorgeschlagen, das war ein sogenannter Wüstentag, also von samstags 16 Uhr bis sonntags 18 Uhr, vollkommene Stille, und sollte es sein. Und habe ich, also ein sogenannter Wüstentag, und habe dann gesagt, ich schlage vor, genieren Sie sich nicht, vielleicht schreiben Sie einmal einen Brief an Jesus von Nazareth. In der stillen Zeit. Brauchen Sie nicht zu genieren, Johannes Paul I. hat das auch mal getan. Schreiben Sie mal einen Brief von Jesus von Nazareth. Was würden Sie ihm schreiben? Was bedeutet das für mich persönlich? Freundschaft mit Jesus Christus. Die zweite, was will ich tun? Die persönliche Christusbeziehung zu vertiefen. Welche der 34 Stellen will ich besonders aufgreifen? Wo will ich anfangen? Ich habe bei den Theologen, das will ich dann auch hier vorlesen, ein Wort aus der Predigt von Johannes Paul II. Im November 1980 im Dom zu Fulda an die Priester. Ich denke, dass es genauso für Sie gilt. Freundschaft mit Jesus Christus, das ist auch der tiefste Grund, weshalb ein Leben in Ehelosigkeit, ja insgesamt im Geist der evangelischen Räte für den Priester so wichtig ist. Das Herz und die Hände frei haben für den Freund Jesus Christus. Ungeteilt für ihn da sein und seine Liebe zu allen tragen, das ist ein Zeugnis, das nicht im ersten Augenblick von allen verstanden wird. Aber wenn wir dieses Zeugnis von innen her erfüllen, wenn wir es leben als Daseinsform der Freundschaft zu Jesus, dann wird auch das Verständnis für diese Lebensform, die im Evangelium gründet, in der Gesellschaft wieder wachsen.